Nach dem Vorfall war Plutoniums Gehirn nicht mehr für die Funkenpolymererweiterung geeignet. Also entwickelte ich für ihn eine ähnliche Funktionserweiterung namens Vosrod. Chariton, möge er in Frieden ruhen, würde sich freuen, dass seine Entwürfe nicht vergeudet wurden.
Versuch die hier. Starte Wiedergabe. Bei den Ereignissen in Bulgarien wurden die Agenten schwer verletzt und waren eigentlich klinisch tot. Agentin Blesna konnte nicht gerettet werden. Da Agent Plutoniums Zustand nicht so ernst war, konnte er wieder kampfbereit gemacht werden. Allerdings mussten seine Gliedmaßen amputiert und durch die neuesten Prothesen ersetzt werden. Ja, ich weiß, dass die Hälfte meines Körpers aus Prothesen besteht. Und sonst? Das ist alles sehr allgemein. Finde eine andere Aufnahme. Gut, spiel die hier ab. Starte Wiedergabe. Nach seiner Genesung war die Persönlichkeit des Agenten, darunter auch seine Verhaltens- und Sprachmuster, stark verändert. Daher traf ich die Entscheidung, ihn aus der Agentum-Einheit zu entfernen. Um einen Gedächtnisrückfall zu verhindern, erhielt Plutonium die neue Bezeichnung P3 und untersteht nun meinem direkten Kommando. Sein Kontakt zu Argentum wurde auf ein Minimum beschränkt und das Argentum-Personal wurde davor gewarnt, in seiner Gegenwart die Bezeichnung Blesna zu erwähnen. Scheiße. Ich hole eine andere. Was? Sechenov hat dich an der Leine und macht mit dir, was er will. Hör mal, er hat mir das Leben gerettet. Ich weiß, dass ich ein Testsubjekt bin. Das ist mein Beruf. Du bist also ein Freiwilliger? Dafür bist du dann aber ganz schön ungehorsam. Weil sie mir vorher immer gesagt hatten, was sie machen. Ich hole eine andere Aufnahme. Probieren wir die mal aus. Prozedur? Implantation der Voskhod Neuropolymer-Hirnfunktionserweiterung. Ziel? Völlige Ausschaltung destruktiver Impulse durch traumatische Erinnerungen. Patient Major Sergei Nechayev. Codename Plutonium. Dritter Versuch. Die ersten beiden Operationen waren erfolglos. Der Patient erlitt in Bulgarien eine schwere Gehirnverletzung, die nicht behoben werden konnte. Der Schaden ist so groß, dass der Patient wahrscheinlich eliminiert werden muss. Hast du gehört? Er wollte dich töten. Die Frontallappen wurden teilweise zerstört, was beim Patienten zu unkontrollierbaren Wutanfällen führt. Die Stahlprothesen des Patienten machen ihn zu einer Gefahr für andere. Hier geht's um deine Anfälle. Wegen vorübergehenden Wahnsinns wird der Patient in eine psychedelische Wirklichkeit versetzt, die ihn daran hindert, die Konsequenzen seines aggressiven Verhaltens zu akzeptieren. Verstehe ich nicht. Kannst du mir das erklären? Es wird dir nicht gefallen. Der Patient leidet unter intensiven Halluzinationen. Hast du deine Frau wiedergesehen, mein Junge? Woher wissen Sie das? Aber ein Voskhod-Implantat verleiht dem Patienten künstliche Erinnerungen und lässt ihn seine Obsession mit seiner verstorbenen Frau überwinden. Deine Frau. Blödsinn, ich war nie verheiratet. Dank Voskhod kann das Bewusstsein des Patienten in die imaginäre Welt von Limbo versetzt werden, durch einen Impuls, der direkt auf dessen Hypophyse gerichtet ist. So lässt sich der Major auf Kommando in den Kampfmodus versetzen. Dazu sei aber gesagt, dass ich sie... Was für ein Quatsch. Ich meine, das ist doch nicht möglich. Ich fürchte leider doch. Sechenov kann deinen Verstand in dein persönliches Paradies schicken. Auf Knopfdruck. Und mein Körper? Dein Körper tötet, wenn Sechenov es befiehlt. Verdammte Scheiße. Und die Halluzinationen, kommen die auch von Sechenov? Nein. Die Halluzinationen sind nur ein Abwehrmechanismus deines Gehirns. Oh, warum zur Hölle sollte ich das alles glauben? Der Boss würde mir sowas niemals antun. Aber klar. Er würde ja auch nie deine Frau aus deinen Erinnerungen löschen. Oder kollektiv als ein System für Bewusstseinskontrolle planen. Wer sagt, Sechenov ist dafür verantwortlich? Sitzt er überhaupt in diesem Stuhl? Wenn du mir nicht glaubst, frag ihn.
Was ist der Plan, Major? Er wartet bei Chilomei auf uns. Wenn wir Sechenov stoppen wollen, müssen wir ihn hinhalten. Du bringst mich als deine Gefangene dorthin? Und was dann? Das werden wir dann sehen. So sieht's aus, Major. Denk drüber nach, während ich diesen Aufzug hacke, damit wir an die Oberfläche zurück können. Aha. Passt du jetzt auf, du Drecksack! Major, ich habe keine Daten über diesen Vorfall. Du willst mich lächerlich machen, was? Tja, willkommen im Club. Hast keine Daten, ha? Du wusstest es die ganze Zeit. Du heißt nicht ohne Grund Charles, oder? Du bist Charitten Sacharow, du mieser Penner. Hast du eine Erklärung dafür? Na? Es gibt nichts zu erklären. Du bist genauso ein Charles für mich, wie ich für dich ein völlig Fremder bin. Erst hat Svetchenov mich ermordet und dann einen Polymerklumpen aus mir gemacht. Danach hat er dich manipuliert. Wie konnte ich einem von euch trauen? Deswegen habe ich vorgetäuscht, ein charakteristisches Lernsystem zu sein. Ich wollte sehen, wer was war. Ja, toll. Okay, ich hätte wohl das Gleiche getan. Also, was sollen wir jetzt machen? Was können wir denn machen? Wir sind jetzt Freunde und kennen die Wahrheit. Wir müssen zu Sechenov dieses Unrecht korrigieren und Rache für das nehmen, was er uns angetan hat. Ach, du hast wohl recht, Charitten. Er muss zur Rechenschaft gezogen werden. Du bist ein guter Mann. Ich sage es nur ungern. Aber du bist das erste funktionierende Beispiel für eine gewöhnliche Verbindung im Kollektivnetzwerk. Am Montag wird jeder, der die Polymerisation durchlaufen hat, genauso formbar wie du. Scheiße. Das darf nicht passieren. Oh, warte. Dieses verdammte Gedankegerät. Das kann man einfach entfernen. Das wird niemandem helfen, sondern es nur noch schlimmer machen. Wieso das denn? Weil alle Gedankegeräte nutzlos sind. Das Signal einer polymerisierten Person wird über die Steuergeräte an Roboter und andere Apparate geschickt. Aber das macht sie nicht zu einem Teil von Kollektiv. Das Gedankegerät kann zwar entfernt werden, was aber lediglich verhindert, dass der Träger den Maschinen Kommandos gibt. Wie wird Sechenov dann die Kontrolle behalten? Die Neuropolymer-Injektion macht die Leute zum Teil von Kollektiv. Sie nistet sich im Gehirn ein und verbindet es ein für alle Mal mit dem neuronalen Netzwerk. Der Effekt ist unumkehrbar. Jeder, der eine Injektion erhält, ist auf immer und ewig ein Teil von Kollektiv. Aber war ich wirklich verheiratet? Wie hieß meine Frau? Ekaterina. Und dir wird nicht gefallen, was ich dir jetzt sage, Genosse Major. Das höre ich öfter. Aber mich überrascht nichts mehr. Du und deine Frau waren bei Agentum. Ekaterina oder Katja, wie du sie genannt hast, war eine hochqualifizierte Agentin. Als Kind hatte sie Ballett gelernt und sowohl im Tanz als auch in der Kampfkunst Beachtliches geleistet. Ballett und Kampfkunst? Willst du mir sagen, die Metallzwillinge? Nein, auf keinen Fall. Das ist totaler Unsinn. Sowas würde der Boss niemals machen. Schau mich doch an. Nach meinem Tod wurde mein Bewusstsein in diesen Handschuh übertragen. Nach dem Tod deiner Frau konnte ihr Bewusstsein nicht gerettet werden. Aber Sechenov lud einen Abdruck ihrer Fähigkeiten in die Matrizen seiner Leibwachen hoch. Das ist doch... Oh, heilige Scheiße, das kann nicht sein. Er funktioniert, Major. Wir kommen hier raus. Willst du noch was anderes suchen? Alles klar, gehen wir. Es tut mir leid, dass du all das durchmachen musstest. Ach, Scheiße! Nicht schon wieder! Nein! Nicht jetzt! Nicht hier!
Monster im Dunkeln. Jedes Buch aus der Bibliothek meines Vaters. Ich habe mein ganzes Leben lang diese Fragmente. Nachdem das Rätsel gelöst war, fand ich ein Buch, das mich jetzt daran erinnert. Dr. Sechenov bestritt gerade auf einer Pressekonferenz vehement Gerüchte über Fehlfunktionen ziviler Roboter in der Anlage 3826. Die Anlage ist wieder voll einsatzfähig. Ach, und da bist du ja wieder, Söhnchen. Hast ja einiges abgekriegt. Du wärst fast für immer dort geblieben. Wo? Gute Frage. Wie soll ich denn wissen, wo du bist, wenn du einen blutigen Amoklauf begehst? Du warst so ein netter Junge, als meine Tochter noch lebte, aber seit sie verstorben ist, schmolzt du nur rum und drehst dann plötzlich durch. Überall Blut und abgerissene Köpfe. Puh, wie unschön. Was hat deine Tochter mit mir zu tun? Meine Katja. Unsere Katja. Die haben an deinen Erinnerungen rumgepfuscht. Sag mal, wovon redest du denn da? Meine Tochter. Aber sie war deine. Ekaterina Nechayeva, Codename Blesner, Mitglied der Spezialeinheit Agentum. Dann bist du... Deine Schwiegermutter, du Ignorant. Ihr wart im Dienst für Sechenov, bis diese Bulgaren zuschlugen. Katja überlebte nicht und aus dir machte Sechenov ein Monster. Ja, sowas Ähnliches habe ich schon gehört. Warum sitzt du hier noch rum, wenn du alles weißt? Ich habe dich seitdem im Auge behalten. Dachte mir, dass irgendwo noch was Menschliches in dir sein muss. Tut mir leid, aber meine Vergangenheit, meine Gegenwart, alles ist weg. Warte, wo ist Larissa? Sie ist überall. Du hast sie in alle Winde verstreut. Na, verdammt. Hast du eine Waffe rumliegen? Na, was glaubst du denn? Welche willst du? Ich brauch nur was, um mir die Birne wegzupusten. Tolle Idee. Jag dir eine Kugel ins Hirn, aus und vorbei. Dann kann Sechenov jeden in einen endlosen Fleischsack verwandeln. Erst die Sowjetunion, dann den Rest der Welt. Ich hab's kapiert! Wenn du es kapiert hast, dann steh auf. Ich geb dir Waffen, viele Waffen. Aber du musst mir versprechen, diesen Typen endgültig auszuschalten. Was ist los? Zunge verschluckt? Achten Sie die Tradition, Major. Genosse Sechenovs Taten verlangen Rache. Was ist das für ein Ding, Sergei? Ich bin Sinaida, Sheridan Zaharov.
Chariton, du Schlange, du lebst noch? Irgendwie ja. Durch bösen Zauber verwandelt in Polymerglimmer. Warte mal eine Minute. Willst du mir sagen, du kennst Oma Sina schon die ganze Zeit? Geheimnisse können sich als sehr nützlich erweisen, Major. Nützlich für wen? Was hab ich von deiner Geheimniskrämerei? Satanov hat sie nicht mehr alle, den Leuten sowas anzutun. Warte mal. Katja, Katenka, ist sie noch am Leben? Möglich, doch in welchem Zustand? Seht mich, geht es mir wirklich besser? Aber ich weiß nichts Konkretes. Ich flehe dich an, Sergei. Satchanov muss sterben. Ist ja gut, lass mich in Ruhe. Verdammte Scheiße. Was zur Hölle geht hier bloß ab? Zum einen haben wir manipulierende Lügner, die sich für noble Rächer halten. Zum anderen ist da ein sowjetischer Wissenschaftler, der die ganze Menschheit erleuchten will und mich benutzt, um Arschlöcher zu beseitigen. Behaupten die manipulierenden Lügner. Sorgen. Ich glaube, du bist in Gefahr. Wie meinst du das? Ist der Pausenraum nicht mehr sicher? Nein, schöner Mann. Mein Raum ist für dich immer sicher. Ich lasse niemanden rein, wenn du da bist. Und woher kommt dann die Bedrohung? Von deinem Handschuh. Er manipuliert dich. Zieh ihn aus, dann sind wir zusammen, bis dass der Tod uns scheidet. Oh Mann, du und mein Handschuh, mir reicht's jetzt langsam. Aber ich habe recht, Schatz. Ja, ja, du willst mich doch nur töten, vergiss es. Wie kannst du nur sowas denken? Ich töte jämmerliche, kleine, notgeile Würstchen, die in mir sein wollen, obwohl ich nur dich will. Wie oft muss ich dir noch sagen, dass du aufhören sollst, Menschen zu töten? Das habe ich nicht in der Hand. Ich kann nicht anders. Dann wirst du mit dem Handschuh klarkommen müssen, bis du es kannst. Du solltest mir verbieten, dir zu sagen, dass du den Handschuh ausziehen sollst. Siehst du? Er spielt dich gegen mich aus. Dieser gewiefte Manipulierer. Schatz, zieh dieses ekelhafte Ding sofort aus. Hey, erspar mir dein abgedrehtes Gefasel, ja? Hier ist doch alles schon den Bach runtergegangen. Was immer du sagst, Meister, sei einfach oft in mir und bestraf mich.
Dann komm, Sergei. Die Rache wartet. Dräng mich nicht. Eins nach dem anderen. Wir sollten Setschenov erreichen, bevor Kollektiv aktualisiert wird und nichts mehr geändert werden kann, falls dir seine Antworten nicht gefallen.